Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen gemeinsam Banners of Ruin, die Beta-Version. Ein sehr hübsches Kartenspiel. Werdet gleich sehen, warum es mir so gefällt. Wir sehen hier schon so ein kleines Tierwesen. Momentan habe ich es ja sehr mit Kartenspielen. Deswegen habe ich mich extrem über den Key gefreut, den ich von den Entwicklern geschenkt bekommen habe, damit ich euch das Spiel auch zeigen darf. Ja, glücklicherweise ist das Spiel tatsächlich auf Deutsch übersetzt worden. Also, die Schwarzfüße haben einen vernichtenden Schlag durch das furchterregende Haus Ender erlitten. Landon sind nach Rache. Dir und seinen anderen Mitstreitern wurde aufgetragen, die edle Stadt Dämmerburg in die Knie zu zwingen. Doch eure Chancen stehen schlecht. Gut, Truppeninformation. Diese Leiste zeigt die Anzahl der Karten in deinem Deck. Die Anzahl von Mitgliedern in deiner Truppe und die Floren in deinem Besitz. Ich weiß nicht, was Floren sind. Vielleicht die Währung hier. Dann, dein Deck einsehen. Machen wir es mal. Ja, oh, das ist so niedlich. Oh, die Karten, die gefallen mir jetzt schon sehr. Hier mit der Maus und dem Bären. Sehr schön. Also, das sind alle Karten, die du mit dir ins Gefecht führst. Einschließlich jeglicher Karten, die deine Charaktere mit sich tragen. Letztere verschwinden beim Tod dieser Charaktere aus deinem Deck. Okay, die können tatsächlich sterben. Deine Truppen einsehen. Klicke auf das Truppensymbol, um in die Truppenansicht zu wechseln. Hier jetzt? Okay, Truppenansicht. Hier kannst du alle Charaktere in deiner Truppe sehen. Wir haben bis jetzt nur diesen kleinen, niedlichen Marder. Oh, putzig. Im Moment ist deine Truppe klein und in schlechter Verfassung. Versuche, deinen Charakter auszuwählen. Islington heißt der. Oder Islington, bin mir sicher. Charakteransicht. In dieser Ansicht siehst du alle Karten, die ein Charakter ausgerüstet hat. Dieser Charakter hat Beil als seine primäre Waffenkarte ausgerüstet. Hier, 8 Schaden. Okay. Charakteransicht. Beil ist eine einhändige Axt, wie du in der oberen rechten Ecke der Karte sehen kannst. Hier, Ex. Der Sekundärplatz ist frei und der Charakter könnte eine weitere einhändige Waffenkarte ausrüsten. Hier. Kann ich das machen? Zweihändige Waffen, Großechse, Zweihänder belegen beide Waffenplätze. Ja, ist klar. Oh, jetzt bin ich einfach rausgeworfen werden. Dem geht's auch nicht so gut, ne? Hier. Straßen und Pfade. Deine Kampagne wird dich durch mehrere Straßen führen, an deren Ende dich jeweils ein Elitekampf erwartet. Okay, jeder Pfad einer Straße führt zu einem Dienst. Sobald du einen Dienst in Anspruch genommen und den Elitekampf bestanden hast, gelangst du in die nächste Straße. Erst Dungeon Crawler-mäßig. Okay, Kampagnenkarten. Sieht aus, als versperrten dir einige Wachen den Weg. Die Karten links und rechts verfügen über Zähler. Sobald du eine Karte ausgewählt hast, gehen die Zähler auf den verbleibenden Karten nach unten. Wenn sie auf 0 sinken, werden sie aus der Straße entfernt. Okay, heilen. Dein Charakter ist schwer verwundet. Du solltest das heilende Gebräu wählen und dich heilen. Ja, bin ich auch sehr dafür. Habe ich mich auch gerade gedacht, als ich das gelesen habe. So, Truppe auf 100% geheilt. Wunderbar. Kampfbeginn. Du musst deinen Begleiter finden, der irgendwo auf dem mittleren Pfad auf dich wartet. Um auf diesem Pfad voranzukommen, musst du diesen Kampf bewältigen gegen dir. Oder, warte mal, der Gefangene. Nee, ist auch eine Karte. Okay, dann können wir jetzt angucken. Tunnelmauern. Auf beiden Seiten grüßt dich scharfer, moosüberwachsener Granit. Ein fauliger Geruch schlägt dir entgegen. Dieser Tunnel wird nur selten genutzt. Hier wahrscheinlich genauso, ja. Ist auch versperrt. Also wir müssen hier kämpfen. Der Gefangene. Zwei Wächter versperren den Weg zu deinem Begleiter. Du wirst sie überwinden müssen. Also hier kann ich auch gar nicht lang. Okay. Na dann. Wappne dich für den Kampf. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Oh, das ist so süß. Oh Gott, das kann ich gar nicht ernst nehmen. Das ist doch so putzig hier. So, jetzt müssen wir natürlich uns die Karten alle erstmal irgendwie angucken und ja, lernen. Vitalität und Rüstung haben wir hier. Vitalität ist die Gesundheit eines Charakters. Fällt sie auf Null, stirbt dieser Charakter und wird aus deiner Truppe entfernt. Vitalität bleibt über Kämpfe hinweg bestehen. Abwehr wird von der Rüstung eines Charakters gewährt und blockt Schaden ab. Sie wird zu Beginn ihres Kampfes neu verliehen. Im späteren Spielverlauf kannst du bessere Rüstung finden. Das hier, ne? Ausdauer und Willenskraft. All deine Charaktere haben Werte in Ausdauer links und Willenskraft rechts. Aha. Ausdauer wird zu Beginn jeder Runde wieder voll aufgefüllt, Willenskraft nicht. Karten auszuspielen kostet Ausdauer und Willenskraft. Ein Charakter kann eine Karte nur spielen, wenn er genügend Punkte im jeweiligen Wert besitzt. Oh, das ist super laut gerade, wartet mal. Ich muss
Ich muss hier wirklich die Musik... Habe ich eigentlich schon? Ich weiß gar nicht, warum die wieder hoch ist. Ich habe die eigentlich schon hier in die Mitte gezogen. Habe ich anwenden vielleicht nicht gedrückt? Ich weiß es nicht. Okay, also Ausdauer und Willenskraft. Merken wir uns. Gegner. Es gibt verschiedenste Arten von Gegnern. Wie du verfügen sie über Vitalität und Abwehr, verwenden jedoch eine Reihe verschiedener Fähigkeiten. Du kannst sehen, was ein Gegner als nächstes tun wird, indem du dir seine Absicht ansiehst. Ich weiß jetzt nur nicht wie. Absichten. Diese Gegner beabsichtigen dich für jeweils 8 Schaden anzugreifen. Du kannst sehen, wenn ein Gegner anvisierst. Also du kannst sehen, wen ein Gegner anvisiert, indem du über sie fährst. Das jeweilige Ziel wird in Rot hervorgehoben. Ja, beide uns. Warte mal, was stand da gerade? Irgendwas stand doch hier gerade. Da. Gemeinsam sicher. Wenn dieser Charakter zu Beginn seiner Runde 3 oder mehr Verbündete besitzt, wird seine Abwehr um 10 erhöht. Oha. Gegner greifen in der Reihenfolge ihrer Positionen an. Diese Gegner befinden sich beide in der vorderen Reihe. Später wirst du auch Gegner in der hinteren Reihe. Hier sehen wir es begegnen. Wir haben auch eine hintere Reihe. Waffenkarten können nur von dem Charakter mit der jeweiligen Waffe gespielt werden. Das Symbol oben auf der Karte entspricht dem Symbol des Charakters. Versuche einen Gegner mit einem Beil anzugreifen. Okay. Was ist das hier? Warte mal. Ansturm. Das nächste Mal, dass dieser Charakter angreift, beziehungsweise für jeden Angriff eines Mehrfachangriffs, wird der Schaden um die Stapel an Ansturm erhöht. Anschließend wird Ansturm entfernt. Okay. Also, 8 Schaden. Werden die Schilde des Ziels durchbrochen, verleiht 2. Okay, wir machen einfach mal. Muss ich jetzt noch jemanden aussuchen? Wahrscheinlich, oder? Nehmen wir den hier. Okay. Dein Charakter hat Ansturm erhalten. Ansturm ist ein Statuseffekt. Aha. Statuseffekte können zu verschiedenen Zeitpunkten im Kampf ausgelöst werden. Fahre über einen Status, um dir anzusehen, was er tut. Ansturm erhöht den Schaden des nächsten Angriffs. Ja, okay, das ist das, was wir hier rechts gelesen hatten, ne? Okay, Mehrfachangriffe. Einige Karten greifen mehrmals gleichzeitig an, wie zum Beispiel Vorstoß, das 3-mal einen Schaden verursacht. Bei Mehrfachangriffen wird Ansturm auf jeden Angriff der Kette angewandt. Versuche, einen Gegner damit anzugreifen. Vorstoß? Ja, da steht's auch. Na, sehr schön. Gut. Den hast du es gezeigt. Du hast keine Ausdauer mehr, aber eine deiner Karten hat keine Kosten. Zeit, sie auszuspielen. Ja, hier sehen wir 0. Okay, keine Gnade. Fügt den Gegner mit der niedrigsten Vitalität 6 Schaden zu. Das hat aber irgendwie nichts gebracht. Deine Runde beenden. Du kannst keine Karten mehr spielen, also solltest du deine Runde beenden. Am Ende deiner Runde wandern alle Karten in deiner Hand in den Ablagestapel. Zu Beginn der nächsten Runde ziehst du Karten aus deinem Ziehstapel in deine Hand. Befinden sich nicht mehr genügend Karten in deinem Ziehstapel, wird der Ablegestapel in deinen Ziehstapel gemischt und das Spiel geht weiter. Ach, wunderbar. Also die Runde ist nicht vorbei, so wie bei Iris and Giant, wenn wir keine Karten mehr haben. Wir sind wieder dran. Okay. Mann, ich will gerne mal was selber aussuchen. Dieser Gegner möchte dir mehr Schaden zufügen, das sollten wir verhindern. Setz scharfer Stahl ein, um ihn zu töten. Oh, da gibt es sogar eine Blutung. Okay, eine Blutung, auch gut. Zu Beginn seiner Runde erleidet dieser Charakter Vitalitätsschaden in Höhe des Stapel von... wird die Runde um 1 verringert. Okay. Ja, gut. 107 Floren, wow, so viel. Und erhalte eine Karte. Achso, muss ich aussuchen oder kriege ich... Warte mal. Kampfbelohnungen. Am Ende des Kampfes erhält deine Truppe EP, die unter den Charakteren aufgeteilt wird. Du kannst außerdem Floren erhalten und eine Karte auswählen, um sie deinem Deck hinzuzufügen. Wähle eine Karte aus diesen... Die du hinzufügen möchtest. Du musst aber keine hinzufügen. Doch, ich will eine. Sehr gerne sogar. Kann ich das hier wegmachen? Ah. Also, wir hätten Nachhut, Flankenangriff und Ramborg. Okay, klingt erstmal alles ganz gut. Oh Gott, muss ich das jetzt alles lesen? Verursacht 6 Schaden. Ich sehe nicht, wie viel ich da schon... Ich würde jetzt natürlich gern sehen, ob ich selber schon so irgendeine Karte davon in meinem Inventar habe. Das sehe ich jetzt, glaube ich, nicht. Wäre natürlich gut zu wissen, ob ich irgendwas davon noch nicht hätte. Na gut, verursacht 6 Schaden, stößt das Ziel in die hintere Reihe. Ah, das finde ich gar nicht mal schlecht. Verursacht Waffenschaden, ist der Gegner allein in seiner Bahn, verursacht der Angriff 10 Schaden. Verursacht 6 Schaden, befindet sich der aktive Charakter in der hinteren Reihe. Verleiht der vorderen Reihe 6 Schild. Welcher vorderen Reihe? Aber meiner, oder? Charakter in der hinteren Reihe. Findet sich der aktive Charakter in der hinteren Reihe, verleiht der vorderen Reihe... Ja, meine Reihe wahrscheinlich.
Ich würde tatsächlich Rambock nehmen. Ich hoffe, das ist eine gute Entscheidung. Und ja, das Geld nehme ich natürlich auch. Du hast noch 3 Runden den Sieg errungen. In der Taverne kannst du dir so viele Charaktere kaufen, wie du dir leisten kannst. Oh. Ja, viel zu lesen hier ist ja halt noch das Tutorial. Ein alter Freund. Sieg. Glückwunsch, du bist siegreich aus dem Kampf hervorgegangen und hast deinen Begleiter gefunden. Wähle einen alter Freund, um ihn in deine Truppe aufzunehmen. Jegliche Karten, die er bei sich trägt, werden deinem Deck hinzugefügt. Ich habe schon ganz fusselig im Mund von Vorlesen. Dein Begleiter klopft sich den Staub seines eigenen Kampfes von den Schultern. Zeit, euch zusammenzuschließen. Ja, wunderbar. Ein Bärchen. Thorsander. Also wir haben jetzt Islington und Thorsander. Oder Tharsander. Oh Gott, die Namen. Das kann ich gar nicht aussprechen. Überfall. Oh nein, du wurdest überfallen. Überfall blockiert die verbleibenden Pfade. Wenn du eine beliebige dieser Karten bewältigst, werden sie alle entfernt. Also ich kann irgendwas. Warte mal. Die Ender bedrängen dich von allen Seiten. Dir bleibt nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Ja, ich würde. Ja, ganz ehrlich, ich geh mal nach rechts. Ist ja egal. Wappne dich für den Kampf. Geht's gleich munter weiter. Gegnerische Reihen. Gegner in verschiedenen Reihen greifen in abwechselnden Runden an. Die Reihe, die als nächstes angreift, wird durch die rote Leiste markiert. Wenn du alle Gegner des aktiven Rangs tötest, ist stattdessen der andere Rang an der Reihe. Okay. Ich hoffe, ich habe das verstanden. Guck mal, hier haben wir jetzt einen anderen Gegner, ne? Oh, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Mehrere Charaktere. Karten werden vom aktiven Charakter ausgespielt. Karten können nur gespielt werden, wenn dieser Charakter über ausreichend Ausdauer und Willenskraft verfügt. Waffen- und Talentkarten können nur von ihren Besitzern gespielt werden. Karten in deiner Hand werden farblich hervorgehoben, wenn sie von dem aktiven Charakter gespielt werden können. Begleiter auswählen. Okay, versuch den aktiven Charakter zu deinem Begleiter zu wechseln, indem du den Bären anwählst. Zweihänder. Klasse. Nun, da du deinen Begleiter aus... Ist schon wieder so laut. Nun, da du deinen Begleiter ausgewählt hast, kannst du seine Waffenkarte... Ey, das ist unglaublich laut. Also, ich muss das hier echt noch leiser machen. Ist das jetzt schon zu leise? Ich bin mir nicht ganz sicher. Na komm, versuchen wir es mal so. Ich muss das sowieso nachher nochmal alles gucken dann beim Rendern. Also, was war jetzt hier? Er hat den Zweihänder ausgerüstet. Der Zweihänder greift eine gesamte Reihe an, versucht einen Gegner in der aktiven Reihe anzugreifen. Na wunderbar. Dann los. Wow. Sehr schön. Charaktere wechseln. So, deine verbleibenden Angriffe spielen. Ich kann das hier machen. Greif den Gegner in der hinteren Reihe mit deinem Beil an. Erledige ihn anschließend mit deinem Vorstoß. Okay. Ich würde auch gerne mal selber was entscheiden, aber gut. Ich verstehe auch, dass das Spiel mich noch so ein bisschen an die Hand nehmen will im Tutorial. Jetzt sollte ich keine Gnade machen, ne? Ja, das ist dann ganz gut. Okay. Das geht nicht mehr. Nee. Ich versuche. Kommt da eine Fehlermeldung? Da passiert einfach gar nichts. Okay. Wir hatten ja hier keine Punkte mehr. Ich wollte trotzdem mal gucken, ob da irgendwie was kommt. So, wir sind wieder dran. Ja, ist okay. Ich hoffe, dass ich jetzt beim nächsten Kampf dann mal was machen darf. Rotation. Tausch die Position mit den ausgewählten Truppenmitgliedern. Nicht schlecht. Nachhut, wähle Hiebe. Füg der Reihe der ganzen Reihe. Ja, ich finde das ja eigentlich ziemlich cool mit der Rotation, aber wir haben noch gar nicht so viele Leute, dass es sich... Also ich glaube, das lohnt noch nicht, oder? Ich weiß gar nicht, wie schnell wir Leute kriegen. Ich nehme erstmal das hier. Ja, bis wir Leute in der hinteren Reihe haben. So, ein Charakter levelt up. Das ist ein bisschen ein Mischmasch hier aus Deutsch und Englisch. Okay, der ist Level 2 jetzt. Kann ich da was machen? Hier. Kampftempo in der vorderen Reihe verursacht... tausch die Position. Hier hätten wir das wieder. Fügt 2-mal versteckte Klinge in deine Hand hinzu. Auch schön. Verliere alle Ausdauer, verleiht die zweifache Menge an hier dem. Nee, ich glaube, ich bin dafür, für Kampftempo tatsächlich. Hier kann ich ja gerade nichts machen, ne? Kann ich hier eigentlich wechseln? Nee. Okay, das war's. Oh, und dann kann ich hier noch aufwerten. Ich wäre hier tatsächlich für mehr Ausdauer. So. Dann haben wir den Weg frei. Betritt die Stadt. Eine kleine Luke führt in eine dunkle, feuchte Kammer hinter der Stadtmauer für Haus Schwarzfuß. Du öffnest die Luke und betrittst die Stadt. Oh, ach, die Bilder sind auch echt schön. Die Karten sind wunderschön gestaltet, die Bilder hier auch toll. Ich bin jetzt schon verliebt, muss ich zugeben.
Okay, Gefecht. Feinde versperren dir den Weg. Ohne einen Kampf kommst du nicht voran. Vergieße ihr Blut für London. Ich darf wahrscheinlich wieder aussuchen, ne? Komm, gehen wir mal links. Vorher war ich rechts, jetzt links. Also, vom Weg her. So, wir sind dran. Und diesmal dürfen wir, glaube ich, ganz alleine auswählen. Wow. Ziehe eine Karte, verleiht eine Stärke. Oh, das ist wahrscheinlich gut, ne? Das würde ich ganz gerne mal ausprobieren. Was ist das jetzt? Das nächste Mal, dass dieser Charakter Ausdauer verbraucht, wird sie erstattet und entfernt. Okay, na gut. Muss man sich mal angucken. Werfe eine Karte ab, verleiht 3. Auch nicht schlecht, ne? Wenn ich ihm das jetzt gebe. Verbrauch ja auch nichts. Also ich muss jetzt nur halt eine wegmachen. Na, das ist schon gut. Charakter erhält... Ich weiß halt leider immer noch nicht natürlich, was die Sachen hier befriedet. Dieser Charakter kann keine Karten spielen, wird jede Runde um 1 verringert. Ach so, aber dafür hat er den Schutz. Ja, okay, verstehe. Hier haben wir halt das Rambock-Ding. Brauche ich jetzt aber nicht unbedingt, oder? Warte mal, ich muss mal nochmal kurz... Kann ich hier nochmal raus von der Karte? Ich würde hier ganz gerne... Ich kann nicht mehr. Oh, also zumindest weiß ich gerade nicht, wie ich hier nochmal raus könnte aus der Nummer. Ja gut, da muss ich jetzt leider was auswählen. Dann würde ich tatsächlich hier standfest erstmal rausmachen. Ich wusste jetzt nicht, wie es hätte abbrechen können, muss ich ehrlich sagen. Naja, gut, ist jetzt erstmal so. Ja, jetzt überlegen wir mal. Position getauscht. Ich würde erstmal wieder Beil machen, tatsächlich. Achso, ich muss ja erst machen. Dann würde ich versuchen, ihn hier quasi... Das funktioniert sogar auch. Wir haben ja Dings geskillt, tatsächlich. Ja, dann machen wir das doch auch noch. Dann ist der doch weg. Okay. Ja, Rambock geht jetzt nicht mehr. Runde beenden. Okay. Ja, ich muss mich auch reinfuchsen. Wir kennen ja auch die ganzen Statusveränderungen und so noch nicht. Wir müssen erstmal gucken, wie alles funktioniert. Also, ich spiele jetzt hier auch gerade blind mit euch zum ersten Mal. Nicht, dass ihr denkt, ich könne hier schon alles. Trefft alle Ziele. Oh ja, das würde ich gerne machen mit ihm hier. Sehr schön. Rückzug. Legt das Ziel an die Zielposition. Aha, auch nicht schlecht, wenn man einen in Sicherheit bringen möchte. Gerade ist Quatsch. Ja, gut. Keine Gnade brauchen wir jetzt noch nicht. Ach, können wir das sogar noch... Ja, können wir gleich nochmal machen mit dem Bärchen. Wunderbar. Und jetzt können wir... Komm. Ist eh gleich vorbei hier der Kampf. Dann können wir jetzt noch... Tschüss. Ja, und ansonsten ist jetzt Quatsch. Braucht man nichts davon. Ah, jetzt hat er uns... Oh, sogar Blutung. Das ist ja nicht so schön. Okay, damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Hier haben wir die Kampftempo-Karte sogar. Ja, die werden wir jetzt gar nicht brauchen. Ganz ehrlich, machen wir hier. So. Was kriegen wir Schönes? Klingenhagel, scharfer Stahl und Schutz. Ja, auch schön. Aber das ist auch schön. Verursacht Waffenschaden, fügt ein. Was ist das? Überwältigen. Jede Stapel überwältigen erleidet dieser Charakter 25% mehr Schaden durch Angriffe, wird zu Beginn der Runde dieses Charakters entfernt. Okay. Beidhändige Bewaffnung plus 1. Schutz. Ah, komm, ich nehme Schutz. Irgendwie ist mir gerade danach. So. Manchmal ist auch so ein bisschen Bauchgefühl einfach. Okay. Habe ich jetzt auch die Floren genommen? Doch, ich habe die genommen, ne? Okay, helfende Hand, Hintergasse, Menge. Okay, Menge. Eine Masse an Leuten versammelt sich vor den Marktständen. Sie stehen Schulter an Schulter in ihren Versuchen, die besten Waren zu erwerben. An ihnen ist kein Vorbeikommen. Hintergasse, am Straßenrand erblickst du eine schmale Lücke, die von Passanten verdeckt wird. Der Pfad erscheint dir still und unbewacht zu sein. Helfende Hand. Oh, so schön. So unglaublich schön gezeichnet. Du erschrickst, als eine verhüllte Gestalt aus den Schatten heraustritt. Sie zeigt dir ein Zeichen ihrer Treue und bietet dir ein wenig Unterstützung auf deinem Weg an. Vorräte kriegen wir da. Ja, würde ich gerne nutzen. Eine verhüllte Gestalt stellt sich dir in den Weg. Möge dir der Wind stets im Rücken sein. Oh, kriege ich die umsonst? Oder muss ich es bezahlen? Fügt der gegnerischen Truppe 4 Schaden zu, der ganzen? Die verursacht Waffenschaden, fügt bei einer zweihändigen Waffe der Bahn Schaden zu. Ich würde die hier nehmen.
und möge die Straße dir entgegenkommen. Hat das jetzt echt nichts gekostet? Schön. Mensch, toll. Und natürlich kommt gleich hier ein Kampf. Ach, wir können uns auch verstecken. Wenn du dich beeilst, kannst du in die Gasse abtauchen und den argwöhnischen Wachen entgehen. Vermutlich würdest du dir aber ein paar irritierte Blicke von den Passanten einbringen. Hier ist immer noch die Menge. Kampf oder Flucht? Der Weg scheint frei oder etwa nicht. Es ist ein Elitekampf und wir sind ein bisschen verletzt. Ich habe ein bisschen Angst. Wir brauchen dann mal eine Heilkarte. Wir haben ja eine im Deck, ne? Haben wir ja schon benutzt. Komm, wir kämpfen. Wir stellen uns mutig den Gegnern. Vor allem, weil er auch so unglaublich cool aussieht. Da seid ihr ja, ertönt eine Stimme, als du aus einer engen Hintergasse auf die Straße hinaustrittst. Macht sie fertig. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Trotzdem würden wir ihm beginnen. Schnell, wir können sie immer noch abhängen. Da würden wir abhauen. Trupp erleidet Schaden. Nee, nee, nee. Wir greifen natürlich an. Ich lasse mich jetzt nicht mehr... Oh, wow. Okay, hätte ich das vorher gewusst. Vielleicht ist das Spiel hier in diesem Moment vorbei. Oha. Hier könnten wir allen wehtun. Aber vielleicht auch erstmal das. Erst noch nicht. Rambock. Da können wir jemanden wegschubsen. Position tauschen geht... Oh, das wäre gar nicht so blöd. Wir könnten die nach vorne holen und dann fertig machen. Haben wir irgendwas? Nee, wir haben keinen für die erste Reihe, oder? Das ist volle Reihe, Rambock. Ich würde es gerne mal probieren. Verleiht dem verbündeten Ziel, bewegt das Ziel an die Position, das Rückzug. Ich würde das eigentlich gerne mal ausprobieren hier. Aber mit ihm. Und dann würde ich tatsächlich hier, dass die Position tauschen, wenn das jetzt so funktioniert, wie ich denke. Ja, gut. Ja, wir haben jetzt nichts, was in die erste, aber ich weiß gar nicht, ob die tauschen können einfach so. Ich glaube, die brauchen auch eine Karte, um zu tauschen. Also ist das jetzt erstmal so. Der kommt nicht an uns ran. Und ich habe keine Ahnung, vielleicht kann er uns auch nicht treffen. Ich weiß es nicht. Ob Fernkämpfer quasi nach hinten gehen müssen. Das werden wir noch sehen. Wir haben zweimal so blöde Sachen hier. Erstmal ihn hier. Dann würde ich erstmal das hier. Mehrfachangriff. Ich mache erstmal das hier. Da sind wirklich alle betroffen, okay. Hat aber nichts gebracht, weil die noch Schutz drauf haben. Ja, gut. Ich würde gern... Aber wenn ich den töte, rutscht der nach vorn, oder? Weiß ich gar nicht. Probieren mal aus. Ja, hallo? Achso, ich habe ja gar... Entschuldigung. Ah, jetzt ist die Karte weg. Daran habe ich auch nicht gedacht, dass die Karte hinweg ist. Ah, ich bin immer noch so drin, dass Karten dazu kommen und nicht die weg sind. Oh je, das schaffen wir gar nicht. Oh je, die sind viel zu krass für uns. Kann ich noch wegrennen? Das habe ich nicht bedacht, dass die so stark sein werden. Wir bräuchten jetzt eigentlich eine Heilungskarte. Auf eine Karte ab, vielleicht Reihe Dings. Ja, auch schön, aber... Was könnte ich denn abwerfen? Nix so richtig. Ah, wir müssen den ganzen Schild hier noch runterkloppen. Oh Gott. Das hier könnten wir machen. Warte mal. Wir könnten hier einmal... Zwei... Nee, der hat nur zwei. Ah, verdammt. Wenn er das macht... Kannst du auch mit ihm machen? Ihm die geben? Mal. Ich habe mal Vorstoß. Oh, auch schön. Warum... Hallo? Nee. Warum geht denn das jetzt nicht? 12 Schaden greift alle Ziele in einer Reihe an. Kann ich das nicht machen, weil der das machen muss? Ach, ich sehe schon. Hier ist Zeichen. Ja, ich habe es nicht gesehen. Entschuldigung. Das ist mir entgangen tatsächlich. Ja, dann müssen wir das so machen. Oh Gott. Ich brauche echt eine Heilungskarte. Das wird so nix. Wir können das Beiding machen. Das ist auch nicht schlecht. Davon will ich gerade gar nichts wegmachen, muss ich ehrlich sagen. Könnten wir hier noch keine Gnade machen. Aber immer noch eins. Das geht auch noch. Ach so. Ja, ich könnte den jetzt raushauen zumindest. Komm, ich hau den mal raus. So, dann haben wir noch ein bisschen Stärke zu bekommen. Aber ich glaube, die werden den jetzt umhauen, oder? Das sieht nicht gut aus für uns. Die sind ja so extrem. Ja, den Elite-Kämpfen sollten wir wohl lieber aus dem Weg gehen fürs Erste.
Ich weiß auch nicht genau, die Runde ist, glaube ich, vorbei, wenn ich jetzt sterbe, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob ich hier hätte was tun können. Ja, dann kann ich mich nicht mehr bewegen. Ist natürlich, könnte jetzt quasi mein Rüstungswert erhöhen, aber wird jede Runde um 1 verringert. Naja. Was kriege ich dafür? Hä? Ich dachte, ich krieg eine Karte dafür. Ich wollte eigentlich... Achso. Nee, Entschuldigung. Ich habe es gerade falsch gedacht. Ich dachte, ich krieg eine Karte. Direkt so könnte man gleich machen, ja. Achso, aber wer macht das? Verleiht den Verbündeten. Also er muss es machen quasi. Naja, wir haben eh schon verkackt eigentlich. Und er müsste jetzt... Kann auch das hier machen, aber... Dann würde ich quasi so. Und der müsste nach hinten. Aber ihm geht es ja auch nicht gut. Also wenn jetzt alle ihn angreifen, ist halt auch blöd. Naja, wir probieren ja gerade rum. Also ist ja alles noch ausprobieren hier. Aber es ist cool, dass... Also das hier war cool, glaube ich. Die auszutauschen war richtig gut. Weil der kam nicht an uns ran die ganze Zeit. Jetzt haben wir halt nur ein Problem. Und hier kommt einfach keine Heilungskarte. Hm, toll. Es kommt einfach keine... Aber hier kann ich... ziehe eine Karte. Hm. Ich kann ja sonst eh nichts. Warte mal, er kann doch die Karte ziehen. Naja, immer noch keine Heilung. Mist. Und der kann hier auch nicht angreifen, ne? Das bringt ja auch nichts. Okay. So, wir haben ihn in die Hinterreihe. Jetzt haben wir quasi nur einen Gegner hier vorne. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Achso, geht nicht. Das geht jetzt auch nicht mehr. Der kann ja jetzt nicht, oder? Ach doch, der kommt dran. Okay, hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das würde nicht gehen. Aber... Oh, der blutet. Aber er wird jetzt hier... Der hat auch geschossen gerade. Aber den kann er ja doch angreifen. Dann bringt das gar nichts, die an der hinteren Reihe. Dann hat er, glaube ich, auch gerade gemacht, tatsächlich. Ja, jetzt ist leider einer unserer Verbündeten schon weg. Ui. Das ist natürlich traurig. Ja, das habe ich nicht gewusst, dass es so, dass die so stark sind. Aber Elitekampf war wahrscheinlich klar. Wir hätten wirklich fliehen sollen. Ja, ist jetzt auch egal, was ich eigentlich mache. Es spielt damit keine Rolle. Ich kann auch nichts machen gerade. Also, ich kann jetzt nur sterben. Aber wir haben immerhin jetzt schon mal die erste Runde gesehen, wie es so funktioniert. Wir werden auch gleich sehen, was wir davon haben. So, die Helden sind tot. Niederlage. Aber... Ich nehme mal an. Ja, wir haben nämlich hier EP bekommen für den... Gut, den nächsten Rang haben wir noch nicht bekommen. Du hast 3 Kampfbegegnungen gewonnen. Also hier gibt es eine kleine... Ja, einen kleinen Bericht darüber, wie es gelaufen ist. Du hast das Spiel mit 11 Karten im Deck beendet. Du hast 2 Truppenmitglieder auf dem Weg verloren. Du hast das Spiel mit 324 Florinen beendet. Okay, und nu? Ja, wahrscheinlich hätte man einen Rang kriegen müssen, weil ich glaube, dann kriegt man auch ein paar Sachen. Gut, jetzt kommen wir erstmal nur ins Hauptmenü. Also leider haben wir keinen Rang erreicht. Aber im nächsten Mal... nee, hier wollte ich gar nicht rein. Ich wollte euch noch zeigen gerne. Hier gibt es auch Freischaltungen nämlich. Und da gibt es der Krieger, der Mönch und der Schurke. Die können wir wohl auch auf unserem Weg freischalten. Keine Freischaltmarken leider bisher. Also hier sehen wir auch 0 von 6 bei allen dreien. Ja, also da gibt es auch noch ein bisschen... Es ist nicht so schlimm, wenn man verliert. Dadurch, dass man ja EP dazu bekommt. Es ist auch, glaube ich, nicht so gedacht, dass man beim ersten Mal schon direkt das ganze Spiel einfach gewinnt und durchrennt. Bei Eyes and the Giant war es ja auch so, dass man immer wieder von vorn angefangen hat. Und ja, so ist halt das Spielsystem, ist aber cool. Also, das stört mich tatsächlich nicht. Also, ja, dann sagt mir doch gerne in den Kommentaren, was ihr von dem Spiel haltet. Wir spielen weiter, auf jeden Fall. Also, es war jetzt nicht die einzige Folge, die ich davon mache. Ich möchte auf jeden Fall noch ausprobieren, noch mehr sehen, mehr Begleiter, Karten und so weiter. Ob wir es gewinnen, ob ich das hier schaffe im Let's Play, weiß ich natürlich nicht. Das kann ich im Vorhinein einfach nicht versprechen. Aber ich versuche mir Mühe zu geben und so weit zu kommen, wie es geht. Ich bin ja auch noch nicht so versiert in so Dungeon Crawler und... Karten spielen, deswegen ich lerne da auch immer noch dazu. Das Spiel ist ja jetzt auch wieder ein bisschen anders als andere Spiele. Also zumindest gibt es schon kleine Unterschiede zu Iris und zu Giant. Wer es nicht kennt, ein wundervolles Spiel, kann ich auch nur empfehlen. Also dann, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr gerne mehr sehen wollt überhaupt. Und ja, gerne Kritik an Spiel und mir.
Lasst alles da. Also dann, wenn euch das Spiel gefallen hat, gerne ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.